PEGI 18. In Grand Theft Auto 5 schlägt Rockstar Games in mehrerlei Hinsicht neue Wege für das Open-World-Spiel ein. Die Spielwelt ist grafisch opulent, riesig und vielfältig. Eine weitläufige, satirische Interpretation des heutigen Südkaliforniens, die alles bietet. Berge und Meer, teure Boutiquen und Einkaufszentren, Großstadtdschungel und unberührte Wildnis, Strände und Wälder, Großartiges und Irrwitziges, aber auch Habgier und Heuchelei. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? So what are we doing here? We're working, amigo. Zum ersten Mal bietet das Spiel nicht nur einen, sondern drei angehende Helden. So now when? Michael, einst erfolgreicher Bankräuber und jetzt weniger erfolgreicher Familienvater. You know, you're a real asshole. What did you just say to me? Stop it! You're ruining my yoga! Franklin, ein umtriebiger Straßengauner, der sich von Idioten umzingelt fühlt. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Und dann wäre da noch Trevor. Je weniger man über ihn sagt, desto besser. Die Einführung von drei Hauptcharakteren verändert sowohl die Erzählweise hin zu einer in sich verwobenen Handlung, als auch die Struktur einzelner Missionen. Man kann zwischen Schlüsselpositionen wechseln und von einem actiongeladenen Moment zum nächsten springen. Dadurch werden Missionen abwechslungsreicher und spannender. Damn. Außerhalb von Missionen erlaubt der Einsatz von drei Charakteren auch ein wenig Voyeurismus. Man kann spontan in das Leben eines Freundes eintauchen, um herauszufinden, was er gerade so treibt. Jeez, Pop, too much more of that and maybe I won't be dead by 35. Die Welt ist nicht nur riesig, es gibt auch zahlreiche Dinge zu entdecken und erleben. Man kann Autos tunen, Flugzeuge fliegen, Kleider kaufen, Sport treiben, Nirvanas anstreben, Ozeane erkunden, Tiere jagen oder von ihnen gejagt werden, Freaks bestaunen oder sich anfreunden, Kopfgelder kassieren und vieles mehr. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. Besonderer Fokus liegt auf der Spielmechanik, denn jeder Aspekt der breit gefächerten Spielelemente soll Spaß machen und flüssig ablaufen. Egal ob Autofahren oder Schießen, Tennis oder Fahrradfahren, alles ist eingängig und macht Spaß. Trotzdem muss man sich neben dem ganzen Zeitvertreib auch ums Geschäft kümmern. Denn trotz aller Ambitionen sind diese Männer gefährliche Diebe. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack. Um zu überleben, müssen sie immer waghalsigere Überfälle vorbereiten und ausführen. Gentlemen, some plans for your attention? Als Spieler bereitet man sie selbst vor und entscheidet dann, wie man sie ausführt und mit wem. There's two ways I see of doing this. We go in smart. Let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. Nach dem Aufteilen der Beute kann man selbst entscheiden, wie man sein Geld investiert. Ob in sinnvolle Dinge wie Tattoos oder schnelle Autos. Oder in riskante Geschäfte wie Aktien oder Immobilien in Los Santos. Und dann gibt es noch Grand Theft Auto Online, das wir euch in Kürze genauer vorstellen.